Einer der größten Kongresse in Freiburg findet seit heute mit rund 2500 Teilnehmern statt. Das Thema dieses Kongresses, es ist der Werkstättentag für Menschen mit Behinderungen. Und die wichtigste Forderung der Behinderten ist die Anerkennung in der Gesellschaft und das Nicht-Aussortiert-Werden. Dazu gehört vor allem auch zu zeigen, in wie vielen verschiedenen Werkstätten und Berufen Behinderte arbeiten können. Sie können sich das, wenn Sie sich dafür interessieren, auch anschauen. Heute bis Freitag Nachmittag auf dem Rathausplatz in Freiburg. Da gibt es nämlich einen Marktplatz Inklusion. Und meine Kollegin Brigitte Körner hat sich heute für Sie schon dort umgeschaut. Hier auf dem Rathausplatz beim Marktplatz Inklusion gibt es einen Figurenwald und viel Musik. Jazz, Rock und Pop der fünfköpfigen Band aus Frankfurt, Blind Foundation, mit einem blinden Sänger, der eine Röhre hat wie Joe Cocker. In my life there was so much anger. Und der Text passt auch. In meinem Leben, da gab's viel Wut, singt er, aber ich bereue nichts. Ich werde niemals vergessen. Aus Wut ist bei den Behinderten inzwischen auch Humor geworden. Ganz eindrucksvoll dokumentiert bei der Eröffnungsrede von Hans-Joachim Ruschke, der als Werkstättenbeirat so etwas ist wie der Personalratsvorsitzende der landesweiten Behindertenwerkstätten. Unser großes Ziel ist ja die Anerkennung in der Gesellschaft, dass wir in der Gesellschaft ankommen und nicht immer sortiert werden. Das fängt ja bei uns schon im Kindergarten an. Der Behinderte gehört in den Sonderkindergarten. Der andere kommt in die Sonderschule. Der andere kommt auf Sonderfriedhof und so weiter. Und so kommen wir uns dann langsam aussortiert vor bis zum Letzten. Und das wollen wir aufheben. Wir gehören zur Gesellschaft, weil wir sind alles Menschen. Und niemand hat das Recht, uns auszugrenzen. Ruschke ist mit seiner psychischen Behinderung selbst Experte für die Forderung nach Inklusion, also nach Einbeziehen der Behinderten. Und das sehe ich hier auch eindrücklich bei meinem Rundgang über den Freiburger Rathausplatz auf einer Figur abgebildet. Die kann man so aufklappen. Behinderte sind in vielen Bereichen der Arbeitswelt vertreten. Und was ich dann hochklappe, ist ein Schild, das sagt: Wissen Sie, wer mit allen Wassern gewaschen ist? Behinderte erneuern Wasserzähler. Und man sieht auch ein Foto davon. Robert Dorn, gleich neben dieser Figur, ist 29 und trotz Behinderung Maestro an der Espressomaschine. Wir machen hier eine Kaffeerösterei und mit uns den Kaffee selber rösten in der OEB bei uns in der Werkstatt. Den können wir auch hier in Ravensburg noch kaufen, im Gänsbühl. Und meine Behinderung ist 50%. Ich könnte normal auf den normalen Arbeitsmarkt gehen zum Arbeiten. Was macht Ihnen besonders Spaß? Ja, mit den Leuten, mit der Kundschaft hier umzugehen. Einfach hier den Kaffee rauszumachen, selber machen und einfach die Leute einfach so bedienen. Und auch ein bisschen mit denen schwätzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Daneben präsentieren auch in so lockerer Atmosphäre die anderen 5 Werkstätten ihre Arbeit. Allein in Freiburg gibt es ja 10 Werkstätten für Behinderte, sagt Wolfgang Grötzinger, der zuständig ist für die Caritas Stadt Freiburg. Und da haben wir hier verschiedene Stände. 6 Werkstätten sind vertreten. Unter anderem Bombos, unter anderem die Bächlebode vom Reha-Verein, Saftpressen, Obstpressen, Kaffeemobile. Das sind also alles Beiträge von Werkstätten aus Baden-Württemberg. Und Bonbons, also alemannisch Gutzele, die machen die Behinderten natürlich auch. Das Ziel des Tages hier auf dem Rathausplatz ist, zu vermitteln, dass behinderte Menschen wertvolle Arbeit für die Gesellschaft leisten. Dass es sehr viele Beiträge gibt, an die man gar nicht denkt. Also es gibt ja hier den Figurenwald. Und da ist zum Beispiel ein Motto, hätten Sie gedacht, dass Bombos in Werkstätten gefertigt werden. In Freiburg gibt es noch viel zu tun für die Behinderten. Die Barrieren zum Beispiel am Hauptbahnhof, die sind für die 2500 Kongressteilnehmer zum Teil fast unüberwindlich gewesen. Und die Hotels, die müssen auch noch dringend nachbessern, sagt Anke Dallmann, Stadträtin in Freiburg, im Rollstuhl und eine der Mitorganisatorinnen. Es gibt zu wenig barrierefreie Hotelzimmer. Die Gäste mussten bis in die Oberrheinregion ausweichen. Also da haben wir noch Baustellen zu tun und dann müssen die Barrieren in den Köpfen fallen. Marktplatz Inklusion heute Morgen und Freitag 14 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Freiburg. Das war ein Beitrag von Brigitte Körner.